Dieses Video heute wird ein absoluter Augenöffner für dich sein. Und zwar geht es hier heute um die Hände und nämlich um den Mythos, man darf die Hände im Abschwung nicht runterziehen, man darf sie nicht aktiv runterbewegen, das muss alles der Körper von selber machen. Das ist absoluter Quatsch und das ist auch der Grund, warum viele Golfer Slice schlagen, das ist der Grund, warum viele Leute keine Schlägerkopfgeschwindigkeit erlangen. Und mit der Übung von Rory McIlroy, die ich dir dann auch am Schluss dann zeige, wirst du dann bald die Bälle hoffentlich weit und auch gerade schlagen. Also bleib dran, wir starten jetzt. Ich habe gute Nachrichten. Mein Online-Kurs Bausi Golf Essentials ist veröffentlicht worden. Wenn du dein Golfspiel selber in die Hand nehmen möchtest und nicht möchtest, dass dein Golfspiel wieder Zufall ist nächste Saison, dann musst du dir unbedingt diesen Kurs ansehen. Link in der Beschreibung. Viele Golfer haben ja das Problem, dass sie Slicer des Golfballs sind, sprich, dass sie von außen an den Ball kommen. Ja, und da gibt es dann sehr populär in der Instruktionswelt den Spruch, man muss die Arme oder die Hände oben lassen, man darf sie bloß nicht senken, also das darf man nicht machen, man darf sie nur oben lassen und muss nur drehen und das wird den Schläger abflachen und man kommt super von innen an den Ball. Das heißt, die Idee ist es, man schwingt auf und man darf die Hände jetzt nicht runter bewegen, sondern man muss hier bleiben, muss sich drehen und der Schläger wird abflachen. Dieser Tipp ist ein gut gemeinter, aber leider komplett falsch und er ist sogar schädlich. Weil das ist nämlich das, was genau nicht in einem guten Golfschwung passiert. Und darüber möchte ich jetzt genau sprechen. Diskutieren wir einmal, ob die Arme sich im Golfschwung überhaupt heben und somit dann auch senken müssen. Ich stelle mich mal in das Setup und mache Folgendes. Ich schwinge jetzt mal nur zurück, ich drehe nur den Körper. Hier so und ich versuche die Arme nicht hinauf zu bewegen. Ja? So, jetzt bin ich hier. So, jetzt kann ich nicht mehr weiterschwingen. Wenn ich jetzt weiter drehen, komme ich nur noch hierher. Aber das ist das Maximalste, was ich schaffe. Gut, ich könnte dann vielleicht die Ellbogen noch ein bisschen anbiegen. Ja, so. Aber das wird keine effiziente Bewegung. Das heißt, jede gute Bewegung hat eine Hebbewegung der Arme. Das heißt, die Arme gehen hinauf und sie gehen hinunter. Das heißt, wenn ein guter Golfer, egal ob Profi oder ein Single-Handicapper, einen Schwung machen, dann schaut das so aus, die schwingen ungefähr bis hierher und dann heben sich die Arme wirklich hübsch hoch hier. Ja? Schaut mal so aus. So, und was raufkommt, muss auch wieder runterkommen, gibt es so einen Spruch, oder? Und genauso ist es auch. Wenn ich jetzt oben bin, dann werden die Hände sich wieder senken müssen, weil wenn sie das nicht tun, bekomme ich Probleme. Warum? Wenn ich jetzt hier bin und die Hände hier oben habe und ich drehe jetzt nur, so wie der Tipp häufig ja, es vorschlägt, dann würde das passieren. Ja, dann würde ich hierher gehen und ich würde sehr, sehr stark von außen an den Ball kommen. Ja, aber woher kommt das Ganze jetzt? Woher kommt dieser gut gemeinte Ratschlag, man soll die Hände so lange wie es geht oben lassen und darf sie ja nicht aktiv senken und man muss sich drehen. Ich denke, das kommt daher, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Schläger jetzt hier, ich halte mal zum Spaß nur mit zwei Fingern, hier mit zwei Fingern hält und ich ziehe jetzt einfach hinunter, ja, dann siehst du, wird der Schläger steil. Ja. Ups. Das heißt, wenn ich das hier mache, wird er steil und wenn ich jetzt in diese Richtung bewege, ja, dann wird er flach. Das heißt, die Idee ist es immer, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier runterziehe, dann wird der Schläger steil und wenn ich jetzt in die Richtung gehe mit den Händen, dann wird er flach. Ja, und damit das eben nicht passiert, sagt man eben, die Hände müssen oben bleiben und man dreht und dann wird der Schläger abgeflacht und das ist ja gut, oder? Falsch. Die Sache ist die, wir schwingen ja Gott sei Dank nicht nur mit einer Hand oder meistens nicht mit einer Hand, sondern wir haben zwei Hände. Ja, und wenn ich jetzt den Schläger jetzt hier so halte, mit der linken, mit der rechten Hand und ich gebe jetzt die rechte Hand weg und ich lasse alle Muskeln locker, ja, dann siehst du, dass der Schläger von selber in diese Richtung geht. Wenn ich jetzt die rechte Hand dazugebe, dann kann ich das hier stabilisieren. Das heißt, meine rechte Hand gibt Druck in diese Richtung, während die linke ja nichts tut jetzt gerade. Und so kann ich den Schläger schön stabilisieren. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich in einem Golfschwung, nachdem ich mit zwei Händen auf dem Griff bin, ein sogenanntes Kraftpaar erzeuge. Ein Kraftpaar ist eben so eines, wo die rechte Hand dagegen drückt, hier so und die linke quasi in die Richtung. Und wenn ich das jetzt quasi hier so
ausbalanciere, jetzt drücke ich gerade in beide Richtungen, ja, passiert nichts. Und wenn es irgendwer nachlässt, dann flacht der Schläger ab, und wenn einer zu viel was macht, dann gewinnt die andere Seite. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, wie ist die Druckverteilung in den Händen und andere Faktoren. Das heißt, als Golfer habe ich Möglichkeiten. Ich kann entscheiden, wohin ich den Schläger eigentlich schwinge. Nur mal, dass wir mal davon sprechen, was gute Spieler machen. Sie werden jetzt hier das Griffende im frühen Abschwung wirklich so 10, 15 cm hinunter bewegen. Das sieht man wirklich in fast allen guten Golfschwingen, dass zuerst der Schläger ein bisschen runter geht und dann erst in diese Richtung hier rüber kurvt. Manchmal sieht man eine leichte Bewegung hier rüber und dann hinunter und dann darüber, aber generell kann man sagen, es geht zuerst hinunter und darüber. Und wirklich alle Hobbygolfer gehen ganz gerne mit dem Schläger, mit dem Griffende in diese Richtung, und das macht Probleme. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin und hier runter gehe, und wenn du das verstehst mit dem Kraftpaar der Hände, dann kann ich auch eine Entscheidung treffen und kann sagen, okay, ich gehe auch hierher. Ich könnte auch sagen, ich gehe hierher. Ich könnte auch sagen, ich gehe hierher. Das bringt mir aber nichts. Ja? Aber ich kann sehr wohl hier oben in der Aufschwung sein, die Hände senken. Und wenn ich sage, Hände senken, schau, die gehen eigentlich hinter den Körper ein bisschen. Ja? Die gehen eigentlich ein bisschen hinter den Körper und nicht vor den Körper. So, und wenn ich das jetzt mache und ich habe meine Kraftpaare beieinander, dann kann ich den Schläger sehr wohl hierher bringen und kann das zu meinem Vorteil nutzen. Und das ist auch das, was die Profis zu ihrem Vorteil nutzen. Weil du musst eins verstehen, die meiste Geschwindigkeit, die auf den Ball kommt, wird durch die Hände erzeugt. Und zwar durch die Handgeschwindigkeit. Und wo? Hier in der ersten Phase des Abschwungs. Hier, in der Phase hier, müssen die Hände schnell sein. Speziell der linke Arm. Rory McIlroy, weil ich jetzt zum Beispiel gerade die Zahl im Kopf habe, das weiß ich zufällig, hat, wenn der Schaft hier ja, lotrecht ist im Abschwung, bereits 25 Meilen pro Stunde Handgeschwindigkeit. Ab hier wird er dann wieder langsamer, und das heißt, hier wird dann die Energie freigegeben. Das heißt, die Hände bremsen, kannst du unter Anführungszeichen vorstellen, und die Energie wird freigegeben. Hobbygolfer übrigens erzeugen, nur dass du es auch mal gehört hast, auch ungefähr so viel Geschwindigkeit. Vielleicht nicht 25 Meilen, aber vielleicht so 18, 19, 20. Aber die haben es mehr hier, in der Phase hier unten. Und wenn das hier noch zu schnell ist, dann kann der Schläger nicht wirklich beschleunigen. Das heißt, es ist ein absolutes Muss, dass du frühe Hand- und Armgeschwindigkeit hast. Und Scott Cowkes, einer meiner absoluten Lieblingscoaches, hat einmal einen super Spruch gesagt. Er hat gesagt, wenn du etwas machst in den Golfschwung, was nicht dazu führt, dass der linke Arm schneller wird, dann ist es eine sinnlose Bewegung. Und genauso ist es. Wenn du nicht die Idee hast, der linke Arm soll beschleunigt werden, dann kannst du mit deinem Becken drehen, wie du willst, kannst du mit deinem Oberkörper drehen, wie du willst. Es muss am Ende des Tages der Arm schneller werden. Und wie gesagt, du kannst als Golfer eben wählen, wenn du das hier machst, ob du das so machst oder so machst. Gehen wir noch einmal in diesen Mythos rein mit dem Unterkörper kommt zuerst, Oberkörper kommt zuerst und dann kommen die Hände ganz, ganz spät hinten nach. Wenn man sich 3D-Sequenzen anschaut von Top-Spielern, und ich habe in meinem Leben wirklich viele, viele, viele schon gesehen, nachdem ich die auch selber messe, sieht man, dass wenn das Becken beginnt zu rotieren, dass ungefähr ja, so 0,07 Sekunden dahinter dann der Oberkörper rotiert und dann kommen schon ungefähr 0,05 Sekunden dahinter die Arme. Das heißt, das Ganze ist in einer absolut blitzkurzen Zeit zu Ende. Und auf einem Video ist das wirklich nur so tack, tack, tack. Also ganz nur ganz, ganz kurz diese Separation Unterkörper, Oberkörper, Arme. Das heißt, man darf sich auf keinen Fall vorstellen, man will die Hüften feuern, man möchte den Oberkörper feuern und solche Sachen, weil es gibt kein magisches Band zwischen deinen Händen und deinem Becken. Das heißt nicht, wenn du dein Becken jetzt super schnell drehst, heißt es nicht, dass die Arme von selber gezogen werden. Nichts im Golfschwung passiert von selber, außer du kannst es bereits. Das heißt, es ist jetzt Zeit, Kontrolle über deinen Schwung zu nehmen. Wenn du Probleme hast mit diesem Slice, wenn du Probleme hast mit dem Abflachen, mit dem Senken der Arme, dann wäre es eben wichtig, dass du dich mal hinstellst und einfach mal auch das anschaust und einfach mal wahrnimmst und einfach mal beobachtest, wie sich das anfühlen sollte. Wenn du das so machst, ist das sehr, sehr schlecht. Und einer der Hauptfehler, der dir dann vielleicht auffallen wird, und das machen wirklich sehr, sehr viele, ist, dass sie den rechten Arm nicht unter Kontrolle haben im Schwung. Das heißt, wenn ich den rechten Arm sehr stark gefalten habe, so habe ich ihn über 90 Grad gefalten zwischen Oberarm und Unterarm,
und ich werde dann zum Beispiel noch enger im Abschwung, ja, dann ist das etwas, wo ich dann auch im Abschwung hier den Schläger tatsächlich etwas steil mache. Das ist eine ganz, ganz schlechte Sache. Das machen Profigolfer nicht in der Regel. Die meisten Profigolfer haben hier zwischen 70 bis 90 Grad Armwinkel rechts. Und das ist auch etwas, was sich ruhig Amateure abschauen können, dass dieser rechte Armwinkel nicht 90 Grad übersteigt. Weil was sie dann machen ist, im frühen Abschwung, wenn es die Hände beginnen hierher zu schwingen und spätestens wenn der linke Arm parallel ist, hat sich der rechte Arm schon ein bisschen gestreckt. Ich sage nicht, dass er komplett gestreckt ist, ja, so viel gibt es auch natürlich, aber es beginnt zu strecken schon langsam. Und diese Streckbewegung, die braucht es, dass ich dann eben auch hier mit der Senkbewegung der Arme hierher komme. Wenn ich jetzt hier nur bleibe und eng bleibe, dann wird es sehr, sehr schwierig. Das musst du schon verstehen, dass das eine Kombination ist zwischen Senken der Arme, aber auch ein leichtes Strecken des rechten Ellbogens in der Phase ist. Und das Ganze dient dazu, um mehr Armgeschwindigkeit zu bekommen, speziell der linke. Jetzt habe ich noch eine super Übung, die man immer wieder von Rory McIlroy sieht, wenn er auf der Range ist, wenn wir gerade von ihm gesprochen haben. Und zwar, das ist eine Übung, die macht man am besten mit einem Driver. Und da kann man das sehr gut spüren, was ich dir da zeigen möchte. Und zwar, nimmst du den Schläger, machst einen normalen Griff. Dann gehst du ein bisschen auseinander hier, ja, das ist ein sogenannter Split Grip, und legst den Schläger so auf diese Position, dass er ungefähr parallel zum Boden ist, und gehst jetzt in die Ansprechposition. So, von hier beginnst du. Und die Idee ist folgende: Du möchtest jetzt hier aufschwingen und wieder bis daher schwingen. Nicht bis daher, nicht bis dorthin, ja, du möchtest wirklich nur bis parallel schwingen. Und die Idee ist, dass du quasi einen normalen Aufschwung machst und hier stoppst. Und wenn du jetzt mir zuschaust, dann siehst du, dass der Schläger so zum Wippen beginnt. Deswegen mache ich es ganz gerne, dass man das mit einem Driver übt. Ja, und diese Übung hat sehr, sehr viele Vorteile. Und zwar, erstens einmal lernst du dadurch sehr gut, deine Druckverteilung gut zu spüren. Weil wenn du zum Beispiel jetzt noch am rechten Fuß bist, dann merkst du sofort, aha, da passt was nicht. Das heißt, du musst schon, wenn du hier quasi wieder hier unten bist, schon eher die linke Seite favorisiert haben bereits. Nummer eins. Nummer zwei, wenn du den rechten Arm nicht beginnst, ein bisschen zu strecken, ja, dann wirst du das machen irgendwie so. Ja, oder das eben von außen wieder. Ja. Das heißt, du musst auch lernen, ein bisschen hier den rechten Arm zu strecken, um im Oberkörper quasi mehr zwischen den Füßen zu bleiben. So schaut das aus. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Schläger in eine falsche Richtung schwingst, zum Beispiel von außen hier, merkt man, dass da überhaupt keine Kraft entsteht. Wenn ich es zum Beispiel richtig mache, mehr hier oder ein bisschen mehr hier, dann werde ich sofort merken, ha, das ist ja ganz was anderes. Und wenn du jetzt mir zuschaust nochmal, dann siehst du, dass der Schläger so richtig sich herumbeutelt hier. Und das ist das, was du möchtest. Und das ist am Anfang gar nicht leicht. Aber wenn du das schaffst, dann hast du ein Zeichen dafür, dass die Handgeschwindigkeit früh genug schnell war. Weil das Beuteln quasi entsteht dadurch, weil ja die Hände ja zum Bremsen beginnen. Du lernst die ganze Rumpfmuskulatur zu stabilisieren, die Druckverteilung besser zu stabilisieren. Eine Mega-Übung für den Winter. Und die musst du unbedingt nachmachen. Und viel Spaß dabei. Jetzt haben wir einiges gesprochen über das Abflachen im Golfschwung, und jetzt würde ich dich bitten, dass du dieses Video hier auch noch dazu anschaust. Da erkläre ich auch noch einige wichtige Sachen dazu. Also bis drüben und dann gleich auf der anderen Seite. Tschüss!